Entschuldigung, Miss. Das ist wohl ein kleines Missverständnis. Ich bin ziemlich sicher, ich wollte einen großen Cappuccino. Charlie McKenzie hatte ein gutes Elternhaus. Schädel! Beweg dich! Unglaublich, die Riesenbirne von der Bengel! Psst! Willst du, dass er Komplexe kriegt? Na hör mal, das ist doch ein Riesenkürbis! Gute Freunde. Ich habe mit diesen Bräuten Schluss gemacht, aus gutem Grund. Ach, wirklich? Ja. Und weswegen mit Pam? Die roch immer so nach Suppe. Das Heilmittel heißt Therapie. Und ein großes Problem. Aber du weißt doch, dass ich eine Heidenangst vor der Ehe habe. Das weiß ich doch, Junge, das weiß ich. Doch eines Tages traf er... Harriet. Sie war alles, was er jemals gewollt. Was willst du von einer Frau, die dich interessiert? Ich weiß, die meisten sagen, das Wichtigste ist Humor. Aber bei mir ist es ganz eindeutig die Brustgröße. Begehrt. Ja, ist ja gut, du wirst ja schon gekratzt. Und erhofft hatte. Ah, kennen Sie Harriet? Wenn ich ehrlich sein soll, überhaupt nicht. Aber Sie haben mit ihr geschlafen. Hallo. Er ist bereit, den Rest seines Lebens mit ihr zu verbringen. Problem, es könnte ein ziemlich kurzes werden. Die Flitterwochenmörderin. Sie bringt unter falschem Namen Männer dazu, die Axt zu halten und ermordet sie. Nein! Charlie, es gibt da etwas, das ich dir schon immer sagen wollte. Rose hat ein Foto. Sie ist es. TriStar Pictures präsentiert. Einen Liebesfilm, der dem Satz, bis der Tod euch scheidet, eine neue Bedeutung gibt. Au! Mike Myers, Nancy Travis, Anthony LaPaglia und... Lasst uns speichern! Mike Myers in Liebling, hältst du mal die Axt. Hier sitze ich also und mach mir einen Kopf, nur weil sie eine Mörderin ist. Regie Thomas Schlammy,